Ein Pelvis besteht aus zwei Oskoxe, einer Symphyse aus Faserknorpel und hinten einem Os Sacrum sowie zwei Sacroiliakalgelenken und hier unten hängt noch das Os Coccygis dran. Das Os Sacrum, das sind fünf miteinander verknöchert rudimentär angelegte Wirbel. Das Os Coccygis besteht aus drei rudimentären Wirbeln. Das Iliosakralgelenk ist ein echtes Gelenk, eine Amphiarthrose. Beide Gelenkseiten besitzen Hyalinenknorpel und wie wir das hier sehen, gibt es auch einen Gelenksspalt. Wenn wir so ein Becken uns von oben anschauen, dann kann man ein männliches und ein weibliches Becken unterscheiden. Beim weiblichen Becken sind die Beckenschaufeln sehr ausladend. Der Beckeneingang ist bei der Frau queroval, beim Mann kartenherzförmig. Und wenn wir hier vorne schauen, dann haben Frauen einen Arcus pubicus, das heißt, das ist rund. Und beim Mann finden wir einen Angulus pubicus. Was gibt es sonst noch bei so einem Becken zu beschreiben? Die wichtigsten Knochenpunkte am Os Ilium sind hier die Crista iliaca, die Spina iliaca anterior superior, Spina iliaca anterior inferior und hier die Fossa acetabuli mit der Facies lunata. Die Facies lunata ist die überknorpelte Fläche. Hier sehen wir, warum das Foramen obturatum, Foramen obturatum heißt, da es mit der Membrana obturatoria verschlossen ist. Hier haben wir unser Os pubis mit dem Ramus superioris, Ramus inferioris ossis pubis und dem Ramus ossis ischii, der hier hinten mit dem Tuba ischiadicum endet. Und wenn wir das Becken so hinstellen, sehen wir genau, auf welchen Flächen wir sitzen. Das sind nämlich hier unsere Sitzbeinhöcker. Das sind auch die Ursprungsstellen der ischiokruralen Muskulatur. Auf der dorsalen Seite haben wir die Spina iliaca posterior superior, Spina iliaca posterior inferior und hier am Os ischii die Spina ischiadica mit der Incisura ischiadica major und minor. Diese Fläche auf der Dorsalseite ist die Facies glutealis und ventralseitig finden wir die Fossa iliaca. Vorne haben wir noch hier die Crista pubica mit dem Tuberculum pubicum. Und hier sehen wir auch schon eine ganz wichtige Struktur, die von der Spina iliaca anterior superior zum Tuberculum pubicum zieht. Das ist das Leistenband, das Ligamentum inguinale. Unter dem Ligamentum inguinale ziehen in einer Lacuna musculorum und vasorum Gefäße und Muskeln zum Oberschenkel. Zum Beispiel der Iliopsoas zieht hier durch. Wenn wir jetzt das Becken auf die Dorsalseite drehen, dann sehen wir hier auf dieser Seite sehr starke, straffe Bänder, die unser Becken vervollständigen. Schauen wir uns noch einmal die entsprechenden Knochenpunkte dazu an. Wir haben hier unser Os Sacrum, hier die Spina ischiadica, hier das Tuba ischiadicum. Das heißt, wenn wir uns hier eine Bandstruktur von der Spina zum Sacrum denken, dann ist das das Ligamentum sacrospinale und wenn wir diese Bandstruktur hier anschauen, vom Sacrum zum Tuba ischiadicum, dann ist das hier das Ligamentum sacrotuberale. Wenn wir noch einmal diese Seite anschauen, dann haben wir Incisura ischiadica major und minor und durch das Ligamentum sacrotuberale und sacrospinale ergibt sich jetzt auf einmal ein Foramen, nämlich das Foramen ischiadicum majus und das Foramen ischiadicum minus. Jetzt haben wir hier noch weitere Bandstrukturen. Wir haben hier oben ein breitflächiges Band, das vom Ilium zur Lendenwirbelsäule zieht. Das ist das Ligamentum iliolumbale, das sichert sozusagen den fünften Lendenwirbelkörper am Os Ilium. Das sind die Bänder, die hier unser Iliosakralgelenk sichern. Das heißt, das sind die Ligamenta sacroiliacale posterioria, sacroiliacalia anterioria und hier dazwischen gibt es noch Ligamenta sacroiliacalia interossea, die sehen wir natürlich nicht, weil die sind natürlich hier zwischen den Knochen ausgespannt. Das Iliosakralgelenk, wie gesagt, ist eine Amphiarthrose. Hier ist eine Nutation und Gegennutation, also eine Beckenkippung möglich. Die am weitesten vorspringende Struktur im Becken nennt sich Promontorium. Beim Sacrum erkennen wir hier die Foramina sacralia. Das Os Sacrum hat
eine Spitze, ein Apex und hier oben eine Basis, zwei Flügel, das sind die Aale. Diese Seite hier ist die Facies pelvina vom Os Sacrum. Die Facies pelvina schaut bauchwärts und das hier ist die Dorsalseite, die Facies posterior oder Dorsalis vom Sacrum. Hier sehen wir noch angedeutet zwei Bänder der Wirbelsäule, das Ligamentum longitudinale posterius und hier das Ligamentum longitudinale anterius. Hier, wenn wir das Becken auseinanderklappen, sehen wir hier den fünften Lendenwirbelkörper, hier unser Os Sacrum und hier drinnen verlaufen die Endfäden der Cauda equina, die dann durch die Foramina Sacralia austreten.